So, wir sind wieder da. Ich bin gerade noch mal eben nach Hause gelaufen, habe noch ein bisschen Lehm geholt, beziehungsweise Ton. Habe auch gerade schon was zum Grid hinzugefügt. Wir haben jetzt zurzeit 131 von 6000. Man kann diesen Lehm ja auch anders herstellen. Das sieht man jetzt rechts. Ich zeige es gleich noch mal. Erstmal fügen wir jetzt diesen ganzen Ton hier zum Grid hinzu. Wir haben nämlich so viel Ton gesammelt auf unserer letzten Reise, dass wir damit im Grunde genommen erstmal nicht sparen müssen. So, 515 haben wir jetzt. So kann man das auch nochmal herstellen hier mit Erde und mit Sand und mit dem entsprechenden Farbstoff. Da ich jetzt aber nicht so viele Farbstoffe habe, höchstens Rot, aber sonst mit Blau, das geht auch, weil wir haben eigentlich genug Lapis Lazuli, möchte ich aber nicht so viel davon verwenden. Grün haben wir ja bekanntlich im Moment relativ wenig, aber diesen ganz normalen Ton bzw. Lehm, den ich jetzt gerade da reingepackt habe, da haben wir schon einiges von. Deswegen können wir jetzt eigentlich weitermachen mit dem, was wir gerade vorhatten, und zwar war das Verlies. Wir haben jetzt schon zwei verschiedene Särge hergestellt, einmal diesen aufgeklappten Steinsarg, den geschlossenen Steinsarg, und wir versuchen jetzt einfach nochmal mit dem Holzsarg das ganze Thema durchzuexerzieren. So, 64 Grün, also schwindet jetzt doch ein bisschen mit dem Grün hier, so Sarg Holz, diesen hochgestellten Sarg nehmen wir auch nochmal. Sarg Holz, so, den nochmal. Das sind alles unterschiedliche Särge und den. Und jetzt gucken wir uns das einfach erstmal an, wie die Dinger überhaupt aussehen. Ich habe gar keine Ahnung. Wie sehen die denn aus? Wie sehen die aus? So, wie können die denn stehen? Ich möchte die eigentlich gerne. Der Eingang ist da, also die sollen jetzt schon so irgendwie stehen. So, das wäre einer. Oh, wie unheimlich. Oh, wie unheimlich. Da kann er nicht stehen. Muss er hier mitten im Raum stehen? Oh Gott, er muss auch noch aufrecht stehen. Also normalerweise steht so ein Sarg ja nicht so aufrecht. Es wird jetzt etwas unheimlich. Ich weiß ja, es wird jetzt ein bisschen unheimlich. Oh. Ja, diese aufgestellten Särge, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, was ist damit denn? Die stehen ja so mitten im Raum. Das ist ja irgendwie doof. Da kann man auch sonst nichts mehr hinpacken jetzt, oder? Ich probiere gerade mal eben mit Erde jetzt aus, ob wir da noch. Da können wir auch nichts mehr zwischenbauen. Ne? Es würde jetzt also, der würde also mitten im Raum stehen, dieser Sarg. Obwohl der ja, also wenn man so einen Sarg verwendet, wie gesagt, den ja doch am besten an die Wand lehnen sollte. So, der ist geöffnet. Wie sieht der aus? Okay, da liegt jemand drin. Oh Gott. Was ist denn mit dem hier? Wir haben gar nicht so viel Platz, stelle ich gerade fest. Irgendwie ist das etwas eng hier. Hier passt kein Sarg mehr rein. Und nehmen wir erstmal wieder raus. Diese aufrechten Särge, die fallen weg. Die wollen wir nicht. Oh Gott, der ist auch auf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weißt du was? Ganz ehrlich, ne? Mir gefallen die Holzsärge besser, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Steinsärge, okay. Wir haben den noch gar nicht ausprobiert. Den können wir gleich mal da oben auf diesen Sockel legen. Wenn das geht. Ah ne, das ging ja nicht. Aber hier können wir den mal hinstellen. Sieht ein bisschen wie ein Altar aus, also nicht so sehr wie ein Sarg. Nehmen wir wieder weg. Den nehmen wir auch wieder weg. Also der ist auf jeden Fall gut und der ist gut. Das sind beide Särge, die wir sehr gut verwenden können. Oh, ist das unheimlich? Ist das unheimlich? Oh mein Gott. Zum Grid hinzufügen. Zum Grid hinzufügen. So, diese ganzen Standsärge auch. Weg damit. Alles wieder weg. Den nicht. Den packen wir auch wieder weg. So. Eben mal ganz kurz ausprobieren. Wie ist denn das jetzt? Kann man die denn so jetzt stapeln? Oder nicht? Wo ist der andere Sarg denn jetzt geblieben? Ach, der steht hier noch. Ach ja, genau, in die Ecke. Das mit in die Ecke stellen, das hatten wir ja schon. Das geht sowieso generell gar nicht. Also müssen wir das anders versuchen. So. Schweigen, schweigen, schweigen. Einfach die Eindrücke auf einen wirken lassen. Nicht, dass du heute Nacht davon schlecht träumst, was ich hier mache. Das wäre traurig. Wieso geht er jetzt nicht direkt daneben?
Ja, vielleicht ist es auch schöner, wenn die Abstände ein bisschen größer sind. Hier muss sie aber hingehen. Wieso geht der... Hallo? Weißt du was? Wir machen das jetzt gemixt. An die Wand können wir den nicht stellen. Wir können den jetzt aber versetzt hier hinstellen. Wir stellen jetzt einen so hin. Also muss ja nicht alles in Reihe und Glied sein hier. Einer steht auf dem Sockel, einer liegt hier so, halb offen. Obwohl, der könnte auch besser zur anderen Seite gucken. Dann sieht man den, wenn man reinkommt, sofort. Direkt am Eingang hier. Wenn man hier so runterkommt. Oh, mein Gott, ja. Weiter. Da. Verlies. So. Nehmen wir nochmal einen davon. Noch ein Holzsarg. Wollen wir auch so ein Skelett nehmen? So ein, so ein Skelett, was in der Ecke sitzt. Wollen wir das tun? Wollen wir das machen? Das, was irgendwo in der Ecke liegt, so ein Skelett. Das hatten wir eben bei uns im Haus schon ausprobiert. Da liegt eins auf dem Boden. Was ist denn damit? Wie sieht das denn aus? Das auf dem Boden liegende nehmen wir auch nochmal. Eben mal ausprobieren. Wie sieht denn das aus? Oh Gott. Oh Gott. Das wird jetzt... Das wird irgendwie so ein bisschen unheimlich jetzt hier, das ganze Thema. So, warum kann ich den jetzt da hinsetzen? Das ging eben nicht. Ist das jetzt ein anderer Sarg? Moment. Das geht wieder nicht. So, helle Särge, dunkle Särge. Wir haben jetzt also hier verschiedene Farben. Den nehmen wir. Da liegt noch einer. So, jetzt passt hier irgendwie gar nichts mehr hin. Hätte ich das gewusst, ne, dann hätte ich das ganze Ding ein bisschen größer gebaut. Irgendwie ist das hier relativ beengt. Ja toll, da oben in der Luft könnte ich jetzt noch einen hinsetzen. Da liegt einer in der Ecke. Oh Mann. Was mache ich hier nur? Was mache ich hier nur? Unheimlich, unheimlich. Crafting-Truhe, so, hier ist erstmal noch gar nichts. Aber was wir noch hinstellen, also ich glaube, wir machen jetzt hier einfach mal so ein... Boah, weiß ich auch nicht. So, diese Deko-Bank, die steht jetzt schon fast ein bisschen im Weg. Es ist auch sehr hell hier. Ich überlege jetzt gerade, ob wir hier noch irgendwie so einen Vorsprung schaffen, wo wir jetzt die Kerzen auch draufstellen können, denn das wollen wir ja auch noch. Wir wollen ja irgendwo noch Kerzen hinstellen. Und eventuell... Wir können hier auch nirgends mehr irgendwas hinstellen. Das ist vorbei. Höchstens auf einer anderen Höhe. Jetzt gucke ich gerade mal mit der Kerze, ob man die hier oben vielleicht noch draufstellen kann. Wir springen mal auf den Sarg. Ah ja, das würde sogar gehen. Das würde sogar gehen. Allerdings... So richtig schön ist das noch nicht. Aber diese Kerzen müssen erstmal weg. Die müssen erstmal weg. Und dieser Steinblock... Dieser Steinblock, der gefällt mir so auch nicht wirklich gut. Da gucken wir mal eben, ob wir mit dem Zimmermannsblock da vielleicht ein bisschen was Eleganteres hinbekommen. Einmal mit dem Hammer was versuchen. So vielleicht. So vielleicht. So könnte es vielleicht aussehen. Also das finde ich besser. Mit dieser Art von Kerzen. Ach, okay, die kann man auch an die Wände machen. Nice. Dann nehmen wir mal die normalen Kerzen hier weg.
die haben wir ja sonst teilweise woanders schon gesetzt. Dann würde ich jetzt gerne hier nur noch diese Art von Kerzen reinbringen, weil das einfach cooler aussieht. Ich glaube, auch viel mehr können wir jetzt gar nicht einbringen. Deswegen können wir diese ganze Deko-Bank jetzt auch wegnehmen. Kerzen weg, Deko-Bank weg. Wir sind hier jetzt auch gleich fertig. Es wird gleich wieder freundlicher. Es wird gleich wieder freundlicher. Wir haben ja auch noch Großes vor, möchte ich mal eben nochmal am Rande bemerken. Wir haben noch Großes vor. Wir wollen noch ganz viel schaffen. So, ich würde jetzt hier gerne irgendwo, wenn das möglich ist. Vielleicht hier einfach. So, essen brauchen wir jetzt auch gerade nicht, ne? Doch, müssen wir. Wir müssen essen. Ah, sehr ergiebig ist es ja nicht. So. Weg mit dem Essen, her mit dem Stein. Oh, es wird dunkel hier. Eigentlich müssen wir das so dunkel lassen, ne? Wenn ich mal so richtig überlege. So, hier stellen wir mal eine Dreierkerze hin. Jawohl. Und dann noch eine Crafting-Truhe weg. Weißt du was? Und diese Einer, die finde ich auch recht cool. Die stellen wir einfach, die hängen wir einfach direkt an die Wand. Einen da und eine da. So, hier in der Ecke hätten wir jetzt theoretisch noch Platz. Vielleicht können wir hier noch einen Sarg hinstellen. Jetzt muss ich allerdings mit der Deko-Bank mal eben gucken. Achso, das muss hier auch weg. Das ist noch ein Sarg, der jetzt einfach nach unten gelegt wurde. Das ist ja auch nicht so schön mit den Steinen, ne? Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen ran. Und da vielleicht nochmal eben dunklere Steine hinsetzen. Also die gleichen Bruchstein-Creeper, Bruchsteinfliesen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal eben. Das sieht nicht so schön aus hier. Wieso habe ich das damals eigentlich nicht gemacht? Das ist ja überhaupt nicht stimmungsvoll. Huch, das wollte ich nicht. Das ist ja überhaupt nicht stimmungsvoll hier. Das ist ja gar nicht richtig ausgereift. Meißel. Steine in den Meißel. Creeper, 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 Bruchsteinfliesen. So, 39 Stück, das reicht ja wohl. Auf jeden Fall. Das habe ich damals überhaupt nicht gesehen, das gibt's auch gar nicht. So, jetzt sieht es auf jeden Fall hier unten auch nochmal ein bisschen dunkler. Eigentlich müssten wir die Wände jetzt hier auch nochmal machen. Eigentlich. Eigentlich müssten wir die Wände auch noch dunkel machen. Machen wir das jetzt oder lassen wir... Wir können ja auch einen Bereich ein bisschen heller lassen. Es muss ja nicht alles mega dunkel sein. Es wird sowieso hier unten noch dunkler. Das muss sich dann vielleicht auch einfach ein bisschen steigern, wenn man weiter runter geht. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, aber was wir hier ganz cool machen könnten ist, dass wir diesen ganzen Raum etwas niedriger machen. Etwas niedriger. Mit Absicht ganz niedrig. Ja. Gefällt mir besser. Hier unten ist er dann wieder ein bisschen höher. Und die Kerzen, die Kerzen, die Kerzen, die Kerzen. Die könnten wir in dem Fall auch einfach unten auf den Boden setzen, habe ich jetzt gerade überlegt. Wieso sollen die an der Wand hängen? Die können doch hier stehen. Irgendwie. Vielleicht hier in die Ecke? Ja. Ein dunkles, niedriges Gewölbe. Nur die Vorstufe zur eigentlichen Gruft. Wollen wir hier noch eine Kerze hinhängen? Vielleicht so eine Dreierkerze hier im Gang? An der Wand? Geht das? Kommt man da noch vorbei? Geht. Ist doch nice. Das ist obernice. Das ist eigentlich eine Zweierkerze, ne? Nicht eine Dreier. Wie komme ich eigentlich auf Dreierkerze? Aber es sind doch drei Kerzen hier. Wieso sehe ich denn nur zwei? Bin ich jetzt doof? Egal. Zurück zum eigentlichen
Prozedere. Wir wollten ja nochmal eben die Deko-Bank aufstellen. Um da vielleicht nochmal einen Sarg vielleicht zum Abschluss rauszuholen, der da jetzt auch noch drin stehen soll. Sag mal, wieso haben wir da unten eigentlich zwei verschiedene Holzsärge, einen dunklen und einen hellen? Hier ist doch nur einer. Einer ist aufgeklappt, einer ist zu. Wieso haben wir da zwei verschiedene Särge jetzt unten? Oder wirkt das von der Beleuchtung einfach nur anders? Komisch. Komm, wir nehmen den mal raus, ist auch egal jetzt. Nee, das sind doch nicht. Moment mal. Nee, das wirkt nur anders, weil die Beleuchtung anders ist. So, der passt hier sogar noch hin. Den stellen wir jetzt so hin. Sieht komplett anders aus, aber das liegt nur an der Beleuchtung wahrscheinlich. Interessant. Gut. Also. Noch eine Kerze. Irgendwie angebracht. Eine Dreier. Hier ist eine Fünfer haben wir schon. Eine Fünferkerze. Allerdings. Oh Gott, dieser Husten. Fürchterlich. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir hier schon ganz gut den Bereich mit Kerzen ausgeleuchtet haben. Ich denke, hier muss nicht noch mehr rein. Zu hell darf das eben auch nicht sein. Deswegen lassen wir das so, wie das ist. Diese Kerzen können wir auch noch sehr schön an anderer Stelle verwenden. Aber jetzt nehmen wir erstmal wieder die Dekobank mit oder Dekobank. Es ist dunkel und in der Dunkelheit verlassen wir den Friedhof. Weißt du, was wir noch machen können? Bevor wir den Friedhof jetzt verlassen, bevor wir unsere gruselige Gruft vorerst verlassen, gehen wir nochmal eben hier rein. In unsere Kapelle, wo wir ja auch vielleicht noch die ein oder andere Kerze, wenn wir sie jetzt schon mal haben, wer weiß, wann wir hier zurückkommen, auch noch aufstellen können. Beim Altar vielleicht. Irgendwie auf den Altar so eine Kerze stellen. Das sieht doch total geil aus jetzt. Richtig cool. Und eventuell auch noch im Eingangsbereich an der Wand. Ich meine, hier soll es ja dann auch hell sein. Vielleicht gegenüber dann einfach hier nochmal eine. Dann haben wir die Kerzen im Grunde genommen auch komplett verbraten. Und die passen hier einfach super hin in unsere Kapelle. Hier sind Glowstones drin in den Lampen. Und es wird Tag, pünktlich. Nee, es wird gar nicht Tag. Nee, es ist noch Nacht. Der Mond sinkt noch. Es ist Tag. Huch, Spinne. Interessiert uns jetzt nicht. Wir haben unsere Gruft fürs Erste eingerichtet. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr damit machen, so mit Spinnennetzen und so weiter. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Das hätten wir vielleicht auch noch machen können. Aber so war die jetzt auch schon ziemlich stimmungsvoll. Ich weiß gar nicht. Wollen wir nochmal eben zurückgehen mit Spinnennetzen und so? Vielleicht können wir ja noch ein paar Spinnennetze da reinbringen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Das wollte ich ja auch noch machen. Da gab es ja noch andere Sachen, die wir installieren konnten. Lass uns nochmal einmal gucken. Einmal gucken wir nochmal rein. Komm, ganz kurz. Ganz kurz. Ich habe das ganz vergessen. Ich fand das jetzt so cool mit den Kerzen, dass ich daran gar nicht mehr gedacht habe. Dekobank müssen wir noch einmal aufstellen. Ganz kurz. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So, Dekobank. Verlies. Inzwischen sind wir ja geübt. Schlüsselband, naja, ich weiß ja nicht. Komm, ein Schlüsselband stellen wir mal her. Das nehmen wir nochmal mit. Ein Schlüsselband. Skelett, da haben wir jetzt, glaube ich, genug von. Gold, Silber, Bronze, das brauchen wir nicht so wirklich. Kanonenkugeln, passt jetzt auch nicht so direkt da rein. Giant Spiderweb. Was ist denn da über uns los? Was ist das? Treasure Map. Ruhig da oben. Verlies-Skelett, oh mein Gott. Oh mein Gott, das haben wir ganz ignoriert hier. Das sehen wir auch nochmal eben. Aber das Spinnennetz. Das wollte ich doch gern nochmal ausprobieren. Dieses Spinnennetz. Das als allererstes. Wenn wir dafür überhaupt noch Platz haben. Wenn es irgendwo noch Platz gibt, wo wir dieses Riesennetz noch hinstellen. Oh, das ist ja wirklich ein Riesennetz. Das können wir gar nicht mehr. Dafür haben wir keinen Platz mehr. Für dieses Giant Spider
Giant Spiderweb haben wir keinen Platz mehr. Das Verlies ist voll. Die Gruft ist völlig belegt. Nicht einmal mehr Riesenspinnen haben hier Platz. Trotzdem würde ich gerne sehen, wie das aussieht, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Was ist denn mit diesem Skelett? Können wir das noch irgendwo unterbringen? Auch das können wir hier nirgends mehr. Hätte ich das gewusst, ne? Ich hätte das ganze Verlies hier, diese ganze Gruft noch größer gebaut. Hier unten möchte ich das aber auch eigentlich nicht mehr haben. Wir haben hier schon zwei Skelette. So, da sieht man wenigstens mal, wie es aussieht. Oh Mann, ey. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wollen wir den einfach hier hängen lassen? Komm, wir lassen ihn hier hängen. Treasure Map, was ist damit denn? Die können wir noch gut hier oben hinstellen irgendwo, oder nicht? Schlüsselband. Das können wir auch hier irgendwo... So, das hängt da. Die Schlüssel zur Gruft. Wie gesagt, das Spinnennetz können wir nicht unterbringen. Ansonsten sind wir jetzt auch eigentlich durch, glaube ich. Urne. Hm. Stock. Ja, okay. Das sind jetzt so Folterinstrumente hier. Ich glaube, das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Ich glaube, das reicht jetzt hier. Wir haben hier auch noch, wir haben hier auch noch eine Guillotine drin. Ich glaube, wir sind jetzt fertig. Das sind jetzt Sachen, die brauchen wir hier nicht. Aber auch gut zu wissen, dass es sie gibt. Unser Verlies ist unheimlich genug. Jetzt haben wir auch wieder Sonnenschein. Wir haben Sonnenschein. Trotzdem möchte ich dieses Spiderweb jetzt nochmal ausprobieren. Wie groß ist denn das? Das ist ein Riesennetz. Ein Riesennetz. Das passt hier auch nirgends hin. Ruhig. Ganz schnell weg. Ich habe jetzt keine Lust, mich mit Zombies anzulegen. Das muss jetzt nicht sein. Ich will jetzt dieses Netz hier irgendwo hinstellen. Als Abschluss. Hier an Laterne. Alter, so groß ist das. Kann man auch dran kleben bleiben? Wow. Kann man dran kleben bleiben? Vielleicht finden wir ja noch anderweitig Verwendung für. Vielleicht bauen wir die Gruft irgendwann auch noch mehr aus, dass wir da noch größere Räume drunter setzen oder so. Aber fürs Erste würde ich sagen, reicht das. Denn wir haben ja eigentlich, das war jetzt mehr so eingeschoben mit dem Friedhof, wir haben ja eigentlich was ganz anderes vor. Denn wir wollen ja wieder eine große Reise beginnen. Wir haben ja jetzt seit unserer letzten Reise viel gebaut. Das Blumenhaus, wir haben oben das Haus auf dem Berg. Ich glaube, ich hatte das schon mal aufgezählt, was wir alles gemacht haben. Das Haus auf dem Berg mit der Obstbaumweide und dann hier nicht zu vergessen unseren gesamten Hausinnenausbau plus Anbau, der sehr aufwendig war, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Wir haben also viel Arbeit hier reingesteckt. Dann die ganze Aktion mit Atlantis, mit allem drum und dran, mit Hausbau, mit Erforschung, mit Unterwassertunnel und so weiter und so fort. Da ist also schon einiges zusammengekommen und es wird Zeit, unser Land noch weiter zu erkunden. Wir haben ja einen Atlas, wo noch viele, viele weiße Gebiete sind, wo wir noch gar nicht gewesen sind. Zumindest nicht mit Atlas. Und wenn ohne Atlas, dann nur ganz, ganz kurz. Aber wir müssen systematisch noch ein bisschen mehr die Gegend um unser Haus herum erforschen. Und das wird ab nächster Folge passieren. Wir werden uns vorbereiten auf die Reise und dann geht es los. Ich hoffe, dass es sehr, sehr spannend wird. Ich hoffe, dass wir sehr viel finden werden. Und ich sage jetzt einfach mal, wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und ein Abo und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.